wieder da. Und der Dandolo auch. Ja, wir sind hier mal noch auf dem Ona-Hof. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken. Und zwar, welche Mission haben wir erfüllt? Zwielichtiger Umgang, richtig. Wir haben alle Höfe sozusagen befreit von den Orks. Jetzt heißt es Spruchrollen für Lord André. Mhm. Und da gibt es einen Feuermagier, der sich außerhalb des Klosters befindet, in der Nähe der Flüchtlinge oben im Norden. Und der Feuermagier heißt Daron. Und ich kann mich erinnern, dass dieser Daron irgendwie in so einem Steinkreis saß oder es stand. Dandolo, pass mal auf. Wart mal auf mich. Was wäre denn jetzt... Warte auf. Gut. Was wäre denn jetzt taktisch richtig? Leuchtturm oder Onas Hof? Nee, da müsste ich wieder runterrennen. Küste vom Bier zu... Nee, ich schick dich Warte mal zum auf Leuchtturm. Mich beim Leuchtturm. Na gut, dann gehe ich mal los. Ja, kann ich nicht gebrauchen. Ja, geh da mal lecker los. So, und wir gucken mal, ob wir nicht ein Runensteinchen haben, weil ich meine, wenn meine Gehirnzellen noch richtig funktionieren, dass ich daran an so einem Steinkreis getroffen habe, der auch irgendwo so eine Rune hatte. Dann gucken wir doch mal ganz liebevoll dahin. Wir haben Steinkreis-Ritualwald. Acht. Steinkreis-Ritualwald. Und? Oh, ich habe nicht so viel Mana. Hey, ich habe es aber noch geschafft. Das ist ja lustig. Jawohl, da ist daran. Ein Glück. Immer speichern. Ja, eben mal kurz überblendet. Und zwar wollte ich mich natürlich noch ein bisschen kräftigen. Auch was Mana angeht. Und mal gucken, was Daron zu sagen hat. Ob er mir die Spruchrollen jetzt mal so gibt, ne? Oh, Lord André schickt mich. Ich muss unbedingt mit Pyrokar sprechen. Kannst du mir den Schlüssel zum Kloster geben? Tja, den brauchst du freilich, um in das Kloster zu gelangen. Aber wer garantiert mir, dass du kein verkleideter Orksöldner bist? Wie bitte? Ich bin Roland, der Sohn Bospas des Bogners und... Ach, deshalb kommst du mir so bekannt vor. Na, wenn du Bospas Sohn bist, kann ich dir wohl vertrauen. Du gibst mir also den Schlüssel? Ja, allerdings unter einer Bedingung. Was für eine Bedingung stellst du? Ich brauche unbedingt deine Hilfe. In der Nähe von hier gibt es eine Höhle, die wir Feuermagier für die Prüfung des Feuers verwenden. Zuweilen besuche ich diese Höhle, um ungestört zu Innos beten zu können. Ich kenne diese Höhle. Steht in dessen Nähe nicht sogar ein Schrein? Warum betest du nicht an diesem? Das tut zwar jetzt nichts zur Sache, aber ich sage es dir. Weil ich ungestört sein will, verstanden? Ja, schon gut. Erzähl bitte weiter. Also... In letzter Zeit hörte ich seltsame Geräusche aus der Höhle. Und? Hast du nachgesehen, welche Ursache sie hatten? Nein, das war mir zu riskant. Seitdem die Runenmagie zerstört wurde, sind wir Magier Gefahren schutzlos ausgeliefert. Daron. Es gibt ja noch Spruchrollen. Du genau, komm zur Sache. Witzbold oder was? Spruchrollen sind heutzutage selten und schwer herzustellen. Wir dürfen daher nicht leichtsinnig damit umgehen. Daher bitte ich dich, nachzusehen, was in der Höhle los ist. Also, was ist? Nimmst du den Auftrag an? Ja oder nein? Ja. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Also schön. Ich schau mich mal dort um. Gut. Berichte mir dann, was du dort vorgefunden hast. Innos möge dich schützen. Aha. Was will dir gefährliche Höhle? In der Höhle, wo die Prüfung des Feuers immer abgehalten wird, hat Daron selbst einen Auftrag, was es damit auf sich hat. Ja, haha. Welche Höhle hier in der Nähe soll denn das sein? Hier gibt's keine Höhle. Außer eine Feuerwurzel zu Fuß, zum Fuße des Darons. Also ich weiß, hier gibt's keine Höhle nicht. Nur wenn ich wieder Richtung Norden fetze da bei den Leuten... Moment mal, wo ist denn eigentlich Ringaro? Den habe ich doch von unten begegnet. Der muss auch irgendwo hier sein. Den habe ich doch eben noch gesehen im Gespräch. Hallo, da ist er. Mitten unter der Lianen. Mal gucken, was hast du noch zu sagen? Ah,
Wie kann ich mir die Taschen füllen? Ganz einfach. Du musst dir nochmal Jora vorknöpfen. Du meinst den Jora, den du schon mal beklaut hast? Genau den. Ich sag dir was. Der Kerl stinkt geradezu vor Geld. Er hat sein Gold irgendwo im Hafen von Korines versteckt. Aber wo genau, kann ich dir leider nicht sagen. Da musst du Mo, den Türsteher von Cardiffs Kneipe, fragen. Wenn du mich an dem Raub beteiligst, werde ich dir zeigen, wie du besser im Taschendiebstahl werden kannst. Im Hafen von Korines? Ziemlich gefährlich, wo jetzt die Orks dort herumlaufen. Das stimmt, aber kein großer Gewinn ohne Risiko, sag ich immer. Was willst du von dem Raub haben? In Joras Besitz findet sich unter anderem ein wertvoller goldener Kelch. Den bringst du mir. Naja. Na schön, ich schau mal, was ich machen kann. Viel Erfolg. Ach ja, Jora. Jora, der ist doch am Leuchtturm. Echt? Der muss am Leuchtturm sein, soweit ich das noch im Schädel habe hier. Meinem alten Schädel. Oh, das ist so ein Wald, da verirrt man sich so ganz schnell. Ich muss mal hier zusehen, dass ich da wieder runterkomme. Also, Popalso. Oder ich mach's anders. Korines Leuchtturm, nein. Wo hab ich denn das alles? Onas Hof, Pyramide, Steinkreis, Korines Norden. Korines Norden? Ist das jetzt richtig? Genau, da wollte ich hin. Richtig, bei den Peoples hier. Richtig, da habe ich jetzt aber den Dings nicht hingenommen. Den habe ich jetzt im Leuchtturm geschickt. Ja, hier sind die ganzen lustigen Peoples hier alle noch vom Hafenviertel und von der Stadt oberhalb des Hafenviertels. Und, tja, scheiße. Jetzt habe ich mich von der Höhle weggeballert, aber eine Höhle vorm Schrein, Schreinhöhle. Eine Höhle, wo ein Schrein ist, Torben. Da fällt mir nur die eine ein, die hier links irgendwo ist. Zara. Mike. Hallo, Mike. Hallo. Was willst du von mir? Ich kenne dich nicht. Ach so, du bist einer von uns. Hä? Aber wenn du was wissen willst, solltest du mit Nagur reden. Hä, was hat denn jetzt Roland gemacht? Schade, dass wir das nicht sehen können. Nagur ist doch hier unten, ne? War das Geheimsprache, liebe Leute? Abu-Jin, wo war denn Nagur nochmal? Was war mein Baba? Burger, wo ist denn Nagur hin? Arbeiter, der. Was macht. Hat denn der in der Hand? Oh, er spielt mal hier Rock'n'Roll auf seiner Laute. Nagur, Grimbald. Ich weiß, Nagur muss doch hier sein. Nee. Ah. Hau ich mir den Schädel da rein an dem Felsen. Alvin Reges. Mensch. Arbeiter. Gibt's hier noch einen? Nee. So, apropos Höhle. Die erste Höhle, die mir hier in der Nähe von diesem Steinkreis eingefallen ist, ist diese hier. Und da gehen wir mal rein. Und ich höre hier. Hört ihr das? Hier gibt es nichts außer Geräusche von Schattenläufern. Schattenläufer. Die müssen irgendwie oben drüber sein. Gucken wir mal. Hier kann man hoch. Und hier kann man auch hoch. Und hier gibt es ein Felsenplateau. Und so wie ich meine Schattenläufer. Oh, 1, 2, 3. Oh, wie viele denn noch? Nee, ich glaube, die mache ich erstmal nicht. Wir wollen hier nicht vom Thema abkommen. Sorry, liebe Leute. Yep, gut. Also die Höhle ist das nicht, wo diese komischen Geräusche sind, sagt er. Also hier ist eine Höhle, da sind Geräusche zwar, aber die kommen von einer Decke. Oder ich bin an Nagor vorbei.
Schreibt mir mal, wo ich Nagor finde, falls ich nicht. So, hier, Cardiff. Cardiff. Hey. Wieso stehst du hier? Willst du runterspringen oder was? Wie sieht's aus? Die Frage stellst du jetzt nicht im Ernst, oder? Wieso? Die Orks haben Corines erobert. Alle Bürger der Stadt sind auf der Flucht und müssen sehen, wie sie überleben. Und du fragst mich, wie es aussieht. Du hast wirklich einen sonnigen Humor. Ja, vielen Dank, Cardiff Alexander Mateka. Ah, er ist echt cool, der Typi. Gut, okay, Nagor haben wir nicht gefunden. Jetzt gehe ich jetzt mal dahin, wo ich denke, wo noch eine Höhle zu finden ist. War er irgendwie hier links runter? Nee. Hier geht's nicht weiter. Ach, da steht ja noch ein People. No. Da ist der Nagor speichern. Ja, Nagor, hey. Wollen wir mal quatschen mit dir hier? Es wäre schwierig, seinen Geldbeutel zu stehlen. Hä? Ich soll den doch irgendwie... Oder? Ingarus Raubzug. Nee, das war Mike. Das hatte mit Ringaro nichts zu tun. Das war Mike eben. Der mir dir diesen Tipp mit Dings... Ja, hier ist... Ach, Innerstatue, mal beten hier bitte. Und wir spenden mal wieder. Hey, Stärke 1. Wir beten mal wieder eine Runde und haben diesmal 69 Stärke. Und wie viel brauchen wir noch? 400. Ui, wir brauchen ja noch 8400 Points. Ne, 8900. Wenn ich jetzt mal so schnell überschlagen habe. Und hier gab es noch eine Höhle. Da war doch der Ork drin, der nette, freundliche. Der nette, freundliche Ork war doch hier drinne. Wie hieß denn der nochmal? Der hieß doch... Tarok heißt er. Tarok muss er heißen. Wie komme ich auf Tiak? Okay, einige Stargate-Zuschauer werden wissen, wer Tiak ist. Ja, Tarok. Da ist Tarok. Grüß dich, Tarok. Stehst du immer noch so rum? Du kannst hier nicht bleiben. Oha. Du kannst hier nicht bleiben. Der Feuermagier Daron besucht oft diesen Ort. Wie? Feuermagier kommen in Höhle? Dürfen nicht wissen, dass Tarok hier. Tarok besser gehen fort. Gut. Weißt du schon, wo du hingehen wirst? Nein. Tarok nicht wissen. Gehen erstmal aus Höhle fort. Stopp! Warte mal! Okay. Und wo gehst du jetzt hin? Okay, dann folgen wir ihnen einfach mal ein bisschen. Nicht erschrecken, ich werde das bisschen in Zeitraffer machen. Links, 2, 3. Hier, hutschatschatscha, links, 2, 3, 4. Ich glaube, da hinten ist er. Na? Ja, da ist er. Aber sagen, was wollen Mensch auf Corinis? Orkskrieg hier gewonnen. Mensch besser gehen fort. Ich habe den Auftrag, die Flüchtlinge des Krieges aufzusuchen und mich zu erkundigen, wie es ihnen geht. Diese Flüchtlinge leben in verschiedenen Lagern, nämlich hier... Im Kloster oder auf Onas Hof. Vielleicht kann Tarok Mensch helfen, schnell zu anderen Menschen zu kommen. Und wie? Tarok haben Runensteine gefunden. Die Menschen können teleportieren zu anderen Ort. Du hast Teleportrunen? Sehr gut. Das wäre eine große Hilfe für mich. Wärst du bereit, sie mir zu geben? Tarok Runensteine nicht brauchen. Mensch kann gerne haben. Ja, dann gib mal bitte. Kannst du mir die Teleportrunen geben? Tarok haben Runen zwar gefunden, aber nicht angerührt. Zauber von Menschen tabu für Orks. So, wer behauptet denn sowas? Schamanen von Orks sagen das. Zauber kann nur von Schamanen benutzt werden, nicht von einfachen Krieger. Verstehe. Wo hast du denn die Teleportrunen gefunden? An verschiedenen Orten auf der Insel. Tarok aber kann dich zu diesen Orten führen. Na gut, wie viele Runen hast du denn gefunden?
5. Aber eine davon findet Mensch ganz in der Nähe. Hier in der Höhle. Hinten beim Nest der Crawler. Aha. Also er hat mir keine Runensteine gegeben, oder wie ist das jetzt zu verstehen? Nee, das sieht aus, als hätte ich noch die alten hier. Okay. Oder sind die wieder nach unten gesackt? Nein. Weil 5 Stück müssen auch auffallen. Hm. Und hier ganz in der Nähe soll ein Höhlennest der Minecrawler sein? Och, Leute. Das ist mir jetzt zu weit ab von meinem Vorhaben, muss ich ehrlich gestehen. Ich hätte doch ganz gerne nochmal den Daron gesprochen. Damit ich ihm sagen kann, was... Nee, das findet er bestimmt nicht gut. So, wo war denn das nochmal? Nein. Steinkreisritual. Wow, der lässt die Fackel fallen. Tolle Nummer hier. Ich fasse es nicht. Okay, es werde Licht. So, ich bin kein Feuermagier, aber er macht daher einen Fingerschnips und macht Feuer. Also Daron, tell me something. Aha, ich habe mich mal in der Höhle umgesehen. Ich habe mich mal in der Höhle umgesehen. Und? Was hast du entdeckt? Es gab dort noch einige Minecrawler, die ich getötet habe. Die Geräusche hörten sich nicht so an, als ob sie von einem Minecrawler stammen würden. Hast du denn nichts anderes entdeckt? Oh, Tarok schützen, Tarok verraten. Ne, glaube ich werde Tarok schützen. Ich schütze Tarok, komm, schützen wir ihn. Außer ein paar Minecrawlern habe ich in der Höhle nichts gefunden. Seltsam. Aber na schön. Hauptsache die Höhle ist jetzt wieder sicher. Hier hast du den Schlüssel zum Kloster. Okay. Mal gucken wir doch mal. Hochrollen für Lord André. Daron hat mir den Schlüssel zum Kloster gegeben. Jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich an den Ochs vorbeikomme. Coole Sache das. Ja, speichern. Oh, musste mal wieder neu starten, das Spielchen. Nein, es ist nicht abgestürzt. Es ist halt eben nur meinem System bedingt. Habe ich das mal sicherheitshalber gemacht. Das mache ich ab und zu mal. Wir gehen jetzt mit Dandolochen. Ganz hoffentlich folgt. Ja, genau, richtig. Mal Richtung Kloster. Erstmal gucken, ob ich überhaupt hier die richtige Richtung einnehme. Ja, das sieht so annähernd gut aus. Ich melde mich dann. Ich hoppe mal dann rüber zum Kloster und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Also bis dann. Bis dann, meine ich. Ja, endlich ein Handweiser, der uns sagt, dass es hier zum Kloster geht. Aha. Okay, was steht da? Ungefallene Innerschweinstatue da. Ja, das wird jetzt wieder lustig werden, weil wir hier noch nicht waren, oder? Da müsste doch gleich so ein... Irgendwo auf der linken Seite so ein kleines Gebetsgeschichtchen kommen. So ein... Nee, was ist das? Oh! Ja? Ach, hier! So, fertig gemacht. Da hinten stehen noch mehr. Ich wusste gar nicht, dass sie hier schon so früh da sind. Am besten erstmal speichern. Ja, hier steht auch... Ach, hier steht... Hier ist einer. Wer will hier klettern, ey? Also... Mama, hast du hier einen auf die Tränke, oder was? Willst du hier ein Sperrchen? Oh, war ich mal wieder doof. So, da hinten sind ganz viele Orks. Oh, er geht schon mal gleich um die Ecke hier, der Dandolo. Gucken wir mal hier. Dandolo, komm weg. Oh. Okay, komm wieder hier zurück zu mir. Genau, richtig. Und dann machen wir folgendes. Dann schalte ich dich mal auf ein defensives Kampfverhalten. Und dann schleichen wir uns nochmal, nachdem ich gespeichert habe, jetzt erstmal hier um die Ecke. Hey,
schwere Axt. Gut, okay. Zack, genommen. Wo ist der andere? Da gab's doch noch einen. Da oben? Oben noch einer? Nee. Hä? Nicht zu plündern. Okay, gab's nur einen? Ach, da hinten. Kuschwarok. Nicht zu plündern. Oh ja, den hatten wir ja. Okay, weiter gucken. Wieso sind da so viele? Oh Mann, speichern. Oh mein Gott, ich habe mich vergessen. Ich habe vergessen, mich umzuziehen, liebe Leute. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auch die Musik hat sich geändert. Sie wurde sakraler. Ja, ich mach uns auch alle fertig. Ich glaube, die werden hier mit feinem Bogen irgendwie arbeiten. So wie ich das sehe. Oh. Hoffentlich macht dann Dolo im Hintergrund noch was. Okay, das ist gut gelaufen bis jetzt. Der steht da nur, aha. Das ist also seine Defensivhaltung. Wieso steht er da nur mit erhobener Axt? Okay. Dandolo. Oh Mann. Dandolo. Wach auf. Wie zwei Bedepperte hier. Wie dick und doof. Ich muss nochmal neu starten. Vielleicht hat das irgendwie was zu bedeuten. So, jetzt haben wir das Problemchen gelöst. Aber da hinten sind noch mehr Probleme. Wie ich das mitbekommen habe, dürfte da ein Ork-Schimpanse sein. Ork-Schamane. Gucken wir mal eben. Ork-Krieger, Ork-Krieger. Okay, pass auf mal, Dandolo. Du bist Soldat. Kleide dich entsprechend. Ja, ich bin Soldat und ganz bescheuert. Muss mich wieder hier umziehen. So, Dandolo. Wir gehen das Kampfverhalten richtig schön offensiv an. Okay, dann machen wir das mal so. Dann werden wir uns wieder hier mal umziehen. So, jetzt aber mal wirklich hier. Nochmal speichern. Dann wollen wir mal gucken, wie das hier abgeht. Hier. Dandolo, komm. Wir gehen mal hier in die Richtung. Okay. Oh, 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 oh. Mich schon getroffen hier, der Schnallkopf da. Okay. Oh, weia. Oh, den hat's zerlegt. Den Dandolo hat's zerlegt. Und ich habe keine Akrobatik mehr. Warum das denn nicht? Musste ich halt eben einen anderen Spielstand nochmal einen älteren einladen, weil ich nämlich meine Akrobatik verloren hatte. Genau, jetzt habe ich sie zum Glück wieder. Warum das manchmal? Das ist schon das zweite Mal, dass ich Akrobatik verloren habe. Oh weia, was ist denn das hier? Das ist ja ein Grauer. Sieht aus wie ein Ork-Schimpanse. Das ist ein Ork-Schamane. Ein Ork-Schimpanse. Oh weia, was machen wir jetzt nun? Wir können da nicht rein. Dandolo, Heiltrank geben, komm. Heiltrank geben. Los, komm, hier, trink mal was. Nimm den Heiltrank. Und jetzt? Immer noch nicht. Ah, oh, nochmal einen Heiltrank geben. Immer ein Extrakt. Hier, mal gucken. Nimm den Heiltrank. Naja, ist fast voll. Okay, jetzt nochmal sicherheitshalber speichern. Ja, und was jetzt? An die kommen wir doch nicht vorbei, Dandolo. Kampfverhalten. Und offensiv. Weiß nicht, ob er das schafft. Schafft er das? Kann man ihm nicht eine bessere Rüstung geben? Naja, er ist ja halt eben so ein Soldat des Königs. Da muss ich ja entsprechend kleiden. Ach du liebes bisschen. Komm, Dandolo, versuchen wir das mal hier raus aus der Kapelle. Oh, feier. Gucken wir mal. Ich mach dich fertig, Moa. Ja, da kommt auf jeden Fall schon mal jemand. Und Dandolo hat schon mal was geschafft. Okay. Danke, Dandolo.
Super, wir haben schon mal welche erledigt, beziehungsweise du. Ich habe ja nichts gemacht. So, an der Stelle mal gespeichert. Jetzt mal gucken hier. Ork-Krieger, Ich mach dich fertig, oh, siehst du? Ein Ork-Schimpanse ist es. Oh weia. Oh weia. Oh, der hat mich genatzt. Und ich habe nicht mehr so viel Essen. Los, Ork-Krieger. So ein dämlicher. Vielleicht sollte ich mal eine andere Rüstung anziehen. Und dann nochmal abspeichern. Jawohl. Wie viel Schutz vor Feuer habe ich eigentlich? Bei Drachenfeuer habe ich nur Schutz. Andolo jetzt aber. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Fertig, Mora. Ich will diesen Schimpanski weghaben. Sehr gut. Oh nein! So ein dämlicher Morrer. Oh Gott. Jetzt habe ich mich gerade eingeklinkt, nachdem ich sie wieder angelockt habe. Sorry, dass ich erst so spät hier auf Aufnahme gedrückt habe. Es liegt einfach daran, dass ich hier permanent versuche, die Orks vor dem Kloster zu dezimieren. Und mittlerweile habe ich auch schon versucht, einiges, natürlich offscreen, an Tricks anzuwenden. Was allerdings nicht so ganz funktioniert hat. Und desto weniger Orks wir haben, umso besser natürlich. Ist klar. Aber auf jeden Fall können wir jetzt schon mal abspeichern. Da hinten ist ja noch der Ork-Schamane. Andere Strategie. Ich habe mal den Dandolo auf Offensiv geschickt. Und möchte ihn ganz gerne unterstützen. Und zwar mit Giftpfeilen aus der Ferne. Und ich habe jetzt zigmal offscreen versucht, hier die blöden Teile hier zu eliminieren, aber das klappt irgendwie nicht. Ich möchte ganz gerne, dass... Genau, richtig. Du gehst jetzt mal dahin. Shit. Ich werde getroffen. Das Ganze aus der Ferne an. Ja, wenn der Ork-Schimpanzer die ganze Zeit Feuer schmeißt, dann bringt mir das nichts. Eieiei, Dandolo, danke, 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 herzlichen Dank. Oh, gleich mal was, eine Runde trinken. Oh, Leute, nee, und ein bisschen was essen. Oh, Mann. Und ein bisschen was speichern. Dass die ganze Zeit so gut läuft, weiß ich gar nicht hier. Ah, hier liegt noch was. Da ist nicht zu holen. Okay, wenn es die ganze Zeit so peu à peu gut läuft, dann brauche ich nicht zu plündern. Sozusagen nicht mehr weiter. Hinten links in der Ecke sind noch viele. Oh, war ja. Also bis hierhin. Das sind wahrscheinlich nur Nahkämpfer. Was sind denn das eigentlich für brutal gekleidete Orks? Er hier zum Beispiel. Ziel doch mal diesen Orkanführer ist das. Wieso macht er hier stürmische Geschichten oder was? Ork-Anführer. Das weiß ich natürlich nicht. Nee, wenn ich den jetzt... Oh, war ja... Ich lock den mal an. Oh Mann, ich weiß nicht, ob das Dandolo überlegt. Oder muss ich aber ziemlich nah an ihn ran, weil ich am im Rücken... Ah, okay. Ich mach dich. Okay. Wow, du bist gut, Dandolo. Du hast den Ork-Anführer sozusagen. Ach, hier sind ja gleich die anderen Ork-Schamane. Kann ich mal was holen? Ein Ork-Krieger, der ist ja richtig gut. Dann kann ich ja im Grunde genommen... Oh, war ja. Darauf hoffen, dass ich eventuell die anderen noch hinkriege. Und zwar sind ja da noch viele. 3 Stück.
Hier links verstecken sich welche, das weiß ich. Das kann ich auch mal zeigen. Ork-Krieger, Mythaner, Ork-Elite. Ork-Elite! Oh Mann. Und dein Dolo? Hm. Komm, wir geben ihm ein Trünkchen. Du bist Soldat. Kleide dich entsprechend. Mann. Ich will mal gleich einen fetten Heiltrank hier. Hier, nimm den Heiltrank. Der fettesten. Ja, und jetzt ist er besser drauf. Und speichern. Dann schauen wir mal, ob wir hier rankommen. Weil hier sind nämlich auch noch ein paar Peoples. Ork Elite, ob der das schafft? Nee. Ever. Oh, war ja. Jetzt läuft er da hin. Okay. Ah, jetzt habe ich zwei Heinis auf dem Ork-Krieger. Okay. Oh, 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 oh. Und da ist die Ork-Elite. Okay. Können wir mal ein bisschen verwirren. Oh, nicht runterfallen. Okay, ablenken. Okay, zwei sind schon down. Haben wir es geschafft? Ist die Ecke hier sauber? Ich fasse es ja nicht. Okay, so geht's auch. Mal ein bisschen verwirren, so den Feind. Diese dummen Orks. Ich krieg den Kohl nicht fett. Wo ist jetzt die Ork-Elite hin? Oder habe ich die jetzt gerade? Oh Mann. Okay, jetzt noch vor der Brücke. Usch Agash. Ork-Anführer. Der Orkanführer. Okay. Nicht zu plündern. Da ist sie. Da ist nicht zu holen. Okay, hatte ich schon. Noch hier ein bisschen. Wow, dann haben wir das. Dann Dolo. Wir sind doch ein gutes Team, ne? Okay, abspeichern. Gleich mal gucken, was sie hier zu stehen haben. Ork-Krieger. Ein Schwarzmagier sogar. Mhm. Naja, gut, okay, dann versuche ich den mal ein bisschen anzukratzen mit meinen Giftpfeilen. Das wird wohl nichts. Der hat einen harten Popo, hat der. Ich mach dich fertig, Mora. Na also. Jawohl, und wieder eine Stufe gestiegen. Und mitten. Ich bin ein bisschen sprachlos jetzt. Da ist nicht zu holen. Ist ja schließlich der nächste Tag, wo ich das hier... Ich habe das gestern angefangen zu rendern hier, beziehungsweise aufzunehmen. Und, ich bin gestern Abend echt verzweifelt. Und an einem nächsten Tag läuft das richtig gut. Speichern! Jetzt gilt es nur noch diese beiden hier, den Schwarzmagier und den Ork-Krieger zu eliminieren. Dann haben wir es geschafft. Geh mal ein bisschen weiter voraus. Du stehst ja wohl hoffentlich noch auf Offensiv. Jetzt bist du dran. Jawohl. Muss ich nur aufpassen, dass mich hier dieser Schwachmagier nicht erwischt. Während ich mal hier... Ja, dann kann ich ja... Oh! Ein Dolo, der hat mich ganz schön... Okay. Jawohl. Zusammen sind wir stärker. Haha. Coole Sache das. Dandolo, du stehst mir hier im Weg. Achso. Da ist nicht zu holen. Wieso ist da nicht zu holen? Hm. Der hat doch nicht was. Nicht zu holen. Achso, der liegt über einen anderen drauf. Ja, dann haben wir sozusagen jetzt hier den Weg geklärt, also gereinigt. Und noch den Schwarzmagier ausräumen. Ja, sehr, sehr kompliziert, aber doch noch geschafft, wir beide. Dandolo und ich. Ich verabschiede mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, diese zu sehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Gebt mir einen Daumen und schreibt einen Kommentar. Ich werde jetzt erstmal mich wieder hier aufbessern. Und dann geht's zurück. Und dann geht's zur Kirche. Zum Kloster. Ich sage Tschüss.